Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Also das nächste Spiel ist Trailer Park Boys Grease Money. So, the following game contains coarse language and due to its content it should not be played to anymore. Player discretion is advised. Okay, wie auch immer. Jawohl. Der pinkelt in die Flasche und bewirft. Super, war lecker. Tainted Maple Syrup ruins economy. Kanadien Dollar ist worthless. Okay. Downloading assets for offline play. Don't fuck was? Please confirm the following. I have read and accept the terms and service and privacy policy. Blablabla. Ist das jetzt ernst gemeint? Okay, da geht tatsächlich irgendein Fenster auf. So, Season 1, der Economy ist fucked. Okay. Welcome to Trailer Park Boys Greasy Money. Jawohl. Looks like these idiots get out of jail today. But I don't know how fucked things really are. Okay. Man merkt auf jeden Fall, dieses Mobile Game, also dieses Game kommt wohl eher aus dem Mobile-Bereich, deswegen auch diese Adaption dann mit den rechts und links. Okay, ihr seid zurück und worum geht's jetzt? Well, it isn't sexy girl in this little bubble. Okay, it's weasel. Okay, lasst mich doch einfach mal loslegen. Und lasst mich vor allem den Sound ausschalten. Okay. Gut. How are we supposed to make 100 American Dollars? Ja, schauen wir mal. That like a million, majillion in Canadian Dollars. Okay. We will never make that much. Naja, wenn das so ein normales Clicker-Game ist, wird es schon gehen. Also, Build Rigged Used Gas. Okay. Ach komm, jetzt lass mich da halt mal was machen. Okay. Super. Yep. Step right, get your gently used guzzle in here. Jetzt ist the money take you pay for him. Okay. Okay, jetzt dreimal einsammeln. Und dann. Okay, das ist also dann die erste Season. Oder keine Ahnung, ob die Season dann schon vorbei ist. Jawohl. Get customers for Ricky Use Gas. Okay, was jetzt? We need more customers. How to fuck to get use? Advertising, okay, wir machen Werbung. Super Idee. Ja. Also 25 Users. Okay, das heißt, ich gebe einfach Kohle aus. Ricky is total fucking wrong as usual. The more you spend, the more you make. Spend cash to attract more customers. Okay. Alles klar. Geld einsammeln, Geld ausgeben. 64 habe ich hier schon. Verstehe noch nicht ganz, was sie da eigentlich machen. Aber okay. Dann haben wir es halt jetzt auf 25 erhöht und kriegen einen schwarzen, ein Hashcoin. Aha, sogar 10 Hashcoins. Alles klar. Alright, we are off to go start, but we need to diversity. Okay, wir machen jetzt was anderes. What that's one commodity that is 100% recession proof? What are you doing? Your big school words. Okay. Ja, erzähl auch einfach mal, was los ist. Gentleman's Entertainment. Okay, Pornos. Exactly. It's time to get the dirty dancer up and running again. Okay. Table Dance. By Build Dirty Dancer. Gut, das dürfte ja das Ding dann sein. Das heißt, da brauche ich 1000 dazu.
Das heißt, da kann ich aber vorher hier noch weiter upgraden. Bis 50 kriege ich die nächsten Hashcoins. Okay, da verdoppelt sich der Betrag, den ich da bekomme, 600. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall genug Kohle, um das Teil zu bauen. Gut, also Dirty Dancer ist gebaut. Was jetzt? Jetzt machen wir mehr Geld, um mehr Geld zu machen. Logisch. Also Collect, 250. Holy fuck, boys, look at all this cash. Ja, wir machen Kohle. Just keep stealing gas and selling bootleg liquor. Ja. How are you doing to dance around this one, Julian? Eine Kronk-Handpuppe? Keep buying customers and collecting cash to make greasy money. Okay, 100 Customers soll ich insgesamt bekommen. Ist wahrscheinlich egal, von welcher Seite ich die mache. Und dann bekomme ich meine nächsten 100 oder meine nächsten Hash-Coins. So, Business, Unlock in Season 3, Unlock in Season 2, was ist das? Get, okay, Free Cash, zweifaches für 4 Stunden. Dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Get More, 4 Stunden. Aha, wie oft kann ich das wiederholen? Oder was kostet mich das eigentlich? Max. Ah, okay, dann kann ich gleich alle auf einmal kaufen, statt immer nur in kleinen Schritten. Und dann habe ich auch gleich meine 100 zusammen. Weil es wäre ja ganz nett, auch hier mal eine Verdopplung hinzubekommen. Das heißt, wenn diese Linie da voll ist, auch wenn mir das hier nirgendwo angezeigt wird, also meine Hashcoins, meine was auch immer Soda ist noch nicht da. So, das ist dann gleich erledigt. Gut, dann her mit der Kohle oder mit den Hashcoins. I will be watching you like a Sheethawk, Ricky. Okay, du bist der Spielverderber. Don't you have some off to fuck? Ja. Sehr netter Umgang. Sie mögen sich auf jeden Fall. At the first sight of shit, I'm gonna shoot down and rip you apart. Ja. Okay, lass mich doch lieber einfach weiterspielen. Okay, 25.000 als Cash. Dann muss der bloß noch einmal durchlaufen, dann ist das auch erledigt. Beziehungsweise muss ich das in Bar haben. So, der ist jetzt auch nochmal verdoppelt. Was? Es geht nicht mehr weiter. Dann verdoppeln wir den jetzt nochmal. Das heißt, da gibt es keinen weiteren Bonus. Na super. Aber dann kann ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen kaufen. Und den schon mal voll machen. So. Und da gibt es auch keinen Bonus mehr. Sauber. Also, was jetzt? Dann ist die Season 1 ja eh gleich zu Ende. Nochmal 5 Hashcoins. Okay, you have finally got enough cash for that bullshit fine. Let's send that drunk idiot Lahai back to the fucking office land. Okay, also Bossfight. Was muss ich da machen? End Season 1. Pro-Tipp, upgrade characters for more fuck-off-power. Okay, ich kann eh nichts anderes machen. Okay, we have got like fucking bazillion dollars here. Ricky, dead, not the real number. Ja, es ist whatever. Dann nehmen wir was fein. I knew your shit clones could make any money without breaking the law. Okay. So I've been filming, you're committing your shit crimes. Okay, super, er hat uns auf Video aufgenommen und hat uns an die Bullen verkauft. Beziehungsweise der will jetzt seinen Anteil haben. Oh, what a surprise. These idiots end up back in jail every season. Na prima. But if you click like fucking crazy, you can get some extra rewards. Okay. Click as fuck as you can to fill the fuck off meter and win some extra prizes. Na, schauen wir mal. Gucken wir mal, was da geht und was nicht geht.
Okay, also Autoklicker funktioniert. Super, Autoklicker funktioniert auch. Na dann. Time is up. Okay. Also mit super fucking Autoklicker hätte ich wahrscheinlich fast von Anfang an Stufe 3 bekommen. You won 2 Claim Rewards. Also irgendein Polizeiauto. Gut, damit war das die erste Season. Ah, okay, Liquor fürs nächste und Hashcoins. Ob die mir erhalten bleiben? Erste Season ist complete. Season 2, fucking Community College. Let's get drunk and break into cars. Das heißt aber, das Spiel spielt sich eher wie eine Geschichte. Ah ne, die erste Errungenschaft gibt es erst bei Season 3 und es gibt sogar Season 20. Collect a reward from one event, make 10 trades. Okay, das heißt, die Dinger sind noch ein bisschen anders. Die Frage ist halt tatsächlich, wie die Seasons dann alle ja, zu spielen sind. Also, poor handsome Julian, hey, he lost everything while he was in jail. Mal wieder. And at the end of each season, your customers are reset. Any upgrades to your business or characters are permanent. Okay. Okay. So, das heißt, sie haben jetzt wieder I told your customers to freak off when you were in jail. Wer ist das denn? Der Polizist? Ein bisschen alt geworden, der Sack. You fucking crazy Cheeseburger-Virus. Ja. I'm the Weekend Park Supervisor and it's the Weekend. Okay. Gut, dann auf wieder zum Business. Fuck, this is slow. Getting customer up once upon a time. Okay, jetzt gibt es ein Gebäude mehr. Luckily, there's a way to build multiple customers. Two-bit. Das habe ich doch schon gemacht. I'm gonna killing that fucking puppet. Ja. You can switch between. Ja, das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon rausgefunden. Get customers for Regis Gas. Okay, mal wieder. So, das heißt, dieses Mal starten wir mit 25 als Aufgabe. Die Stufe ist wieder durch. Collect. Yep. Dirty Dancer. Jawohl. Jetzt bauen wir es etwas früher als vorhin. Aber 1000 sollten ja relativ schnell zusammenzubekommen sein. Solange bis hier das Maximum erreicht ist. Wahrscheinlich geht es dann heute auch oder diesmal auch ein bisschen weiter als nur bis 100. Mal gucken, ob jetzt bei 200 noch die Möglichkeit ist, weitere Customer dazu zu bekommen. So, kaufen wir jetzt mal das Ding schon mal. Ja, her. 70 Hashcoins. Mal gucken, was ich mit denen irgendwann anstellen kann. Can't we get some else to collect this cash for us? And they will work for free. Okay, ich bin jetzt Season 2, das heißt, ich kann mir die ersten Open Gold Trank. Ja, ich kann mir die ersten Sachen im Shop kaufen. You can unlock more idiots in the store. Ja, super. Ich wollte schon immer Idioten um mich haben. And the more idiots you have, the better your business will run. Ja, das ist immer so. Ohne Idioten läuft kein Business. Open trunks to unlock new characters that will allow you to automate and increase profit business. Alles klar. Okay, das heißt, mit den Hashcoins kaufe ich mir den Gold Truck. Bis zu 16. Bis zum Liquor, Common Carry, Cash 5. Okay. Super, Cash, Liquor. 5-mal Reused Gas und Hashcoins. Und ein Cory Common. Permanent Upgrade. Gut, also neuer Charakter. Ah, da drüben stehen die Jungs rum. Aha. Okay, welcher von denen hat jetzt den Bonus bekommen? You got 100.000 Cash. So, Dudes. Hands down, Curry. Curry, I got your job for you. Something so simple. Ja, yeah, du kannst die. I'm not stupid, Julian. Yes, you are stupid. And put your fucking hand down.
Automatic is used gas. Jawohl. So, das heißt, den kann ich jetzt einsetzen und der will 100.000 haben, deswegen habe ich die 100.000 bekommen. Na schön. Ganz schön teuer für das bisschen Kohle, was dabei rumkommt. Girl will keep working even when you are away from the game. Okay, der macht offline. Okay, das heißt, er arbeitet auch weiter, wenn keiner da ist. Gut. So, damit sind die jetzt auf Max. Gut, da gibt es doch keine weitere Stufe. Die muss ich noch selber machen. Also, was ist sonst noch hier im Store? Also, das sind generelle Upgrades. Dirty Dancer. Sind die auch permanent? Bundles. Okay, das sind die Geldbundles. So, aha, okay, also die Hashcoins sind an sich die Premium-Währung. Free Hashcoins, wie viel gibt es da? Ah ja. Gut, dann muss ich nur die Seiten aufrufen, dann gibt es da die Kohle. Dann kann man gegen Hashcoins wieder die Getränke kaufen. Skips, okay, aber die sind eher uninteressant. Da gibt es dann den nächsten. Steve Rogers als neuen. Könnte ich mir sogar schon leisten, dann kann ich gleich das nächste automatisieren. Cash, Hashcoins, Curry. Okay, der levelt dann auf. Und Shitty Bill. Okay, dreifach Gold. Permanent Upgrade. Level. Shitty Bill is a friend of mine from card salvaging. Okay. People himself when he was a little guy. And in einem Stuxcutter, don't call him Shitty Bill. Yeah. So. Okay, wieso ist der jetzt dort und nicht auf der anderen Stelle? Ja, wie weise ich die denn jetzt wie zu? Also, okay, 100 Liquor. Your economy is fucked. Everyone's working two jobs to make ends meet. Ja, keiner schaut nach den Kätzchen. Immer die armen Kätzchen. Okay. Build Kitty Land. Okay, das ist das neue Gebäude. Okay, die Charakter sind eigentlich noch nicht verfügbar. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass der Store freigeschaltet ist, weil ich gar nicht direkt die Dinger benutzen kann. So ein Käse. Okay, Steve Rogers habe ich jetzt nicht bekommen, sondern ich habe ja einen anderen bekommen. Und 70 habe ich jetzt noch nicht wieder. Gut, bauen wir jetzt erstmal die Kitties und schließen dann auch bald schon wieder die nächste Season ab. We are finally reopened Kitty Land. There's different areas to play, like the land of. Weg damit. Okay, los, weiter. Okay, this is not what the Kitty Land Love Center is all about. Der not usual drunk bastard, come down to fucking Kitty Land. Ja. Okay, collect. You got 1000 Cash. Macht überhaupt nichts aus. Okay, get 15 customers for 3 businesses. Wer ist Ricky und Julian? Okay, das heißt, wir sind doch jetzt eh gleich schon wieder durch. Ah ne, für 3 Kaster. Das heißt, für die soll ich auch 3 bekommen. Ja, das ist ja kein Problem. Einmal gekauft und dann ist alles schon erledigt. Dann war's das. So, Season 2 auch zu Ende. Jupp. Look at all this cash, Julian. Don't get too excited. It's Canadian money, remember? Na dann. Und wer verhaftet euch jetzt? Bossfight. Pro-Tipp: Upgrade Characters for more Fuck of Power. Also kann ich aber irgendwas Sinnvolles anstellen? Wahrscheinlich nicht, weil ohne die beiden Sachen fehlt mir ja noch was. Da kann ich nicht allzu viel einkaufen. Beziehungsweise kann ich es nicht vernünftig steuern. Ah, okay, die kann ich dann direkt aufleveln. Aber. Ja, die lassen sich noch nicht aufstufen. Oder nicht. Also die neue Stufe bringt irgendwie noch nichts, weil ich das anscheinend nicht einstellen kann.
Den habe ich schon. Naja, also machen wir den Bosskampf als nächstes, weil das Geld ist ja dann eh wieder futsch. Los, weiter. René de Fagardeville. You guys don't give me any freaking respect. Ricky, I'm going to take my pants off and kick your ass. When you can't fight in these tight pants, so when the pants come off, look the fuck out. You say one more thing and that's gonna happen, but. Okay. Understand, you took a shower, you slim fuck. You tell me who? Okay. So. Also, that's it. The pants are coming off. Jawohl. Los, leg los, leg los. Ah, okay, die zwei wieder. Well, drunk and disorderly conduct assault. And one count of public indecency for Randy. My God, he is so fucking greasy. Also, schau mal, dass wir diesmal mehr bekommen. Zack, 1, 2, 3. So, 1,1% ist jetzt die Steigerung. Das heißt, vier Karten kann ich jetzt mit dem Ultraklick erreichen. Okay, dann her damit. Da kommt jetzt auch nicht so viel Neues zusammen. Okay, Hashcoins, Liquor, Liquor und nix. Season complete. Gut, damit geht's auf Season 3. I've known cats and dogs smarter than Cory. Let's go. Jell used to be so fucking cool. So, jetzt habe ich die erste Errungenschaft, dass die dritte Season erreicht wurde. But now it's big time fuck. Los, gehen weiter. Okay, I love those guys, man. And I think they sincerely love me, do. Curry, two smokes, let's go. Gut. 50 Customers. Naja, kein Problem. Es geht auch eh ziemlich schnell. So, sind die Dinger jetzt freigeschaltet? Ich bin ja jetzt in Season 3. Warum gibst du mir die Sachen nicht? Oh, 450 für neue Leute. Wahnsinn. Also auf jeden Fall kann man etliche von diesen Teilen schon mal ausgeben. Wie viel ist dieses Auto wert? 450. Das heißt irgendwas um die 25 Euro. Wahnsinn. Was stand da noch oben? Cards Refresh. Okay, in einer Stunde. Das heißt, ich kann immer nur die ableveln, die sowieso gerade da sind. Verstehe bloß noch nicht, was dann passieren soll. Kitty Land. Auf Stufe 15 oder vielmehr Stufe 2, aber ja. Wie auch immer. Okay, Required Lorry Level 1. Achso, ich habe noch nicht genug Kohle dafür. Also, dann hier mal die ersten 50 vervollständigt. Es wäre eigentlich schöner, wenn ich hier statt 1 oder Max einfach ja, das Passende kaufen könnte. So, 25.000 habe ich immer noch nicht, also bauen wir den nächsten Schuppen. Und schauen, dass wir hier auf Stufe 100 kommen. So, 100 Leute. So. Hey, diesmal geht's weiter. Diesmal geht's auch über 100 hinaus. Julian, I'm so fucking sick of picking up cash. Yeah. He's got two hands, just be ambitious. Ricky, I had to say this, but that is a good fucking idea. Okay, das heißt, er soll jetzt zwei Gebäude betreuen. Ich verstehe immer noch nicht, warum der alte Mann hier tatsächlich drin steht und ich den nicht beeinflussen kann. Automatic is Gas Station. Okay. So, ist jetzt auf jeden Fall günstiger. Ihr Gottes Silbertrank schon wieder. Okay. Cory Update, Liquor, nett. Okay, Cory, now we need you to collect from the Dirty Dancer 2. Echt? I don't think I can handle that, Julian. So fuck's sake, Cory. Okay, you need to upgrade characters to unlock more automation. Na, endlich.
Collect his fucking cards and spend liquid to upgrade him. Das habe ich schon gemacht. Corey needs to be level 2 to unlock this automation. Upgrade him to end return. Ja. Upgrade. Boah. Also, immerhin habe ich jetzt genug Zeug, genug Karten, um die abzugraden. Animation. Ah, okay, das ist dann für alle und jetzt ist er verschwunden. Achso, geht er dann wieder dahin. Und taucht nicht wieder auf. Na gut. Aber auf jeden Fall kann ich ihn hier jetzt mit 100.000 ebenfalls freischalten. Das heißt, er kann jetzt bei beiden die Kohle abholen. Und der nächste Silbertruck. Also, Liquor, Dirty Dancer, aufgelevelt 15 mal Karten. The Dirty Dancer has seen better days, Bubs. We should renovate it. Okay. Das heißt, die Businesses können auch ja, renoviert werden. Gut, damit sollten alle Funktionen jetzt freigeschaltet sein. Use Business Cards and Liquor to renovate your business and produce your cash. Jawohl. Okay, Karten sind genug da. Und alles jetzt zweifach Cash und zweifach Kohle. Und die Boni sind auch permanent. Okay, das Max geht immer nur entweder bis zum maximalen Geld oder bis zum maximalen Bonus. So, 500.000 können wir den auch gleich kaufen. Rock Vodka. New Business. G-Rock, how's your new business venture coming along? Fizzies. Okay. Gut. Cory Level 3. Hashcoins. Dirty Dancer ist und get 250 Liquor. Okay, wie bekomme ich denn normal Liquor? I started making my own fucking money out of hash. It's perfect. Everybody smokes dope, so you can buy whatever the fuck you need. Ah ja. Also, let's trade some of freaky hairs for liquor. Okay, das muss ich jetzt wieder kaufen, weil natürlich das so vorgesehen ist. Gut. You can buy anything you need in this game with enough hashcoins. Und you can buy hashcoins mit genug Geld. Jawohl, alles verstanden. Ist halt eben ein Free-to-Play mit einer Premium-Währung. Okay, 500.000 einsammeln. If only there's a way to skip time. Du zwingst mich jetzt nicht, Zeitsprünge zu kaufen. And collect all your cash instantly. Nein. Nein. Ach, das kann echt nicht wahr sein. Super. Holy fuck, boys. How long was I out? You made 627 Millionen. Eigentlich, dass ich diesen anderen Schuppen schon geholt habe. So, hier Cory Level 2 mit 2,5 Millionen. Ah, hier haben wir schon die Majillionen von vorhin. Also, mit dem nächsten Auto dürfte ja dann auch alles wieder im Eimer sein. So, Ricky used gas. So, wieso ist der da jetzt und kein anderer? Ah ja, das heißt, da kann ich jetzt die Leute zuordnen. Cash per second. Oder auch nicht. Bubbles und Julian. Und hier kann ich auch Bubbles und Julian zuordnen. Das heißt, ich kann die Zeit verbessern. Ich kann die Einnahmen von Geld verbessern. Aber anscheinend kann ich es nicht. So, machen wir erstmal den besser. So, und dann ist der schon mal renoviert. Wieso ist der jetzt erst freigeschaltet? Na gut, renovieren wir den auch gleich. So, ein bisschen besser, zweifacher Bonus und jetzt noch die Charakter. So, das kann ich nicht
machen. Das sind die epischen, mit denen ich irgendwie gestartet bin. Da fehlt doch einer. So, und das sind Cory, den kann ich schon mal upgraden. 300! 200! Okay. So, und damit holt er das Neunfache dort raus. Und der andere hat jetzt natürlich nicht mehr genug Liquor, um das zu toppen. Und deswegen skip one day. Ja, der Sachen werde ich nicht machen. Das mit dem Hash, da kann man auch das Zeug bekommen. So, jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, was es mit den Cards auf sich. Achso, natürlich, die können gegen Liquor gekauft werden. Aber es nützt mir natürlich in der Form nichts, wenn ich dann nicht mehr genug Liquor habe, um das nächste Upgrade zu bekommen. Also ist ja nicht nur sinnvoll, wenn ich mir beides leisten kann, sowohl die Updates als auch also die nächsten Karten letztlich und das Update, damit es einen Effekt hat am Ende. So, also Auto wieder her. Und dann ist die Season eh schon wieder zu Ende. Oh, Ricky ist jetzt ein Upgrade. Okay, but he's actually doing a fucking decent job. Wait, why is Officer George Green here? Well, if isn't the stupidest dummy on planet fucking Dum Dum. Naja, warum wohl? Um euch wieder einzusperren, ihr Schwachköpfe. Also, getting a lot of traffic down here. Anything going on, what I should know about? Here's your search warrant officer, stupid head. Ricky, I finished all that unpaid labor. Can I have a break? I have working for 18 hours straight. Fuckery, just piss in your yuck and get back to work. Ja. James Ricky. I'm taking you boys downtown. Labor codes, business by law, basic human rights. Tja, you are in violation of pretty much everything in the book. Naja, prima. Also, das ist wieder Zeit, euch in den Knast zu stecken. Also, Kohle. 1,21, Nummer 3 kriege ich auf jeden Fall noch. Nummer 4, das wird nichts mehr. Okay. Super Multi-Dupi-Klicker. Claim Rewards. Also, nächste Runde. Hashcoins. Rock Wodka. Kann ich dann bald aufleveln. Liquor. Okay, bei jeder Season ja, gibt es im Endeffekt dort ein paar Boni. The Internet can go fuck himself. Out from jail and time to make money, boys. You and someone's been trashing your business online. Okay. Dann lass uns doch einfach mal loslegen. Schlabbert nicht so viel. Machen wir einfach. I'm stress bubs. I need some liquor. Where's Leher's car? Was? It's gar nicht hier liquor bubs. Okay, das ist ein neues Gebäude. Jetzt soll ich wieder ein Auto kaufen oder was? Claim a free trunk from the stores every 4 hours. Ah, okay. Ah, okay, einen von denen kann ich kostenfrei. Ey, naja, es wird mir eh vorgegeben, welchen. Das heißt, bis zu 14 Karten und bis zu 120 von diesem Liquor-Zeug. Also 120, 6 Karten. Okay, also ich habe das Maximum bekommen, was Liquor angeht, aber nur 6 von 14 möglichen Karten. Okay, gut. Jetzt kann ich mir noch auswählen, welches Auto. Was ist denn das Bessere? You got a Silver Trunk. Statt. So, Wodka, Curry und Liquor. Okay, ich bekomme beide. You got Bronze Truck. Jupp. So, da sind zwei drin. Auch wieder Upgrades. Wo ist Bill? Okay, dann lasst mal loslegen. Also, was sind. Okay, die waren auch zum Einsammeln. Cool.
So, get 50 Customers for 2 Business, build Convenience Store. Okay, aber das machen wir heute nicht mehr. Das heißt, ich werde es jetzt dann mal in nächster Zeit weiter ausbauen. Systematik ist klar. Oh, Sarah, die kenne ich noch gar nicht. Wann habe ich die denn bekommen? So, Season 56, das heißt, da gibt es einiges zu tun, einige Verhaftungen, einige Neustarts. Das heißt, die Fragezeichen werden wahrscheinlich gezielt neu gestartet und hängen nicht mit einer Season zusammen. Oder, keine Ahnung, wie das dann genau läuft. So, den kann ich jetzt auf jeden Fall aufleveln. Das heißt, dann kann der noch eine Stufe weiterarbeiten. Und wir haben 1,33 als Multiplikator für den Kampf am Ende. Also kaufen wir zumindest den da. Dann wird der auch schon mal verbessert. Aber ja, jetzt ist eigentlich die Sache, natürlich müssten die erstmal was zu tun haben. Also starten wir erstmal noch ganz kurz die Businesses, weil sonst ist es ja blöd, wenn die dann irgendwie nicht arbeiten, während sie offline sind und dann keine Kohle einsacken. Das heißt, die sind... Ah, okay, die sind von den Sorten her zugeordnet. Das heißt, während der hier fightet und Cash macht, okay, der ist bei der Tankstation fest zugeordnet, die ist bei dem Club fest zugeordnet. Und der kassiert ab. Das heißt, deswegen, die wirken sich generell aus, deswegen kann ich die gar nicht zuordnen, sondern sind automatisch. Und hier sollte ich noch genug Liquor zusammenbekommen, um hier ein Upgrade zu bekommen, damit ich mehr kämpfen kann am Ende. Deswegen taucht der auch in der Liste nicht auf. Also zumindest was die Business-Geschäftsordnung gibt. Das heißt, hier gibt es noch jeweils einen zweiten Charakter, der dann freigeschaltet wird. Das heißt, das sind die Fragezeichen-Charakter. Okay, und hier sehe ich schon mal die Future-Seasons. Das, also, ja, Burger, Factory, Wrestling, Surplus. Okay. Das kommt dann, wenn ich dann noch weitergespielt habe. Mal sehen, wie lange das tatsächlich dauert, die Sachen freizuschalten. Und bei den Charakteren sind also die Fragezeichen dann immer mit den Geschäften verbunden. Und die anderen werden an einer bestimmten Season dann verfügbar. You gotta stop Ricky. He's gonna build us a fucking Internet. Noch ein Truck. Okay. Ja, genau, weil ich gleich wieder so viel Kohle eingesammelt habe. Wobei ich habe gar nicht gesehen, was jetzt eigentlich die Ziele waren. Ein Hashcoin, einen ganzen Hashcoin. Okay, es wird also weniger spendabel. Okay, get 50 Customers for 4 Businesses. Ach so. Ah, das sind die... Ja, das wird gar nicht mehr so stark. Das läuft einfach irgendwie so mit. Und dann sind die halt schon verfügbar. So weit, so gut. So, das nächste Geschäft. Und hier kann ich Ricky Level 3 hat er schon. Okay, dann kann er das Zeug da auch einsammeln. Muss ich ihn halt nur 25 Millionen in die Tasche werfen. Und dann nochmal 5 Millionen für das letzte Business. Convenience Store. Und damit Steve Rogers reporting live from Sunnyvale. Hey, Steve Rogers, das ist auch der auf der Karte gewesen. How business? Steve, du and these DVDs from movies dann an die eben jetzt. Ah ja, also die verkaufen jetzt Krimskrams. You got fricked up on live television. Ja, super. Er hat gerade erzählt, dass er Raubkopien von DVDs verkauft im Live-Fernsehen. Super klasse. Also, nächste Dings. Okay, so. Hier ist auch nur Cory Level 3, aber dafür braucht er 250 Millionen für das bisschen Geld einsammeln. Aber 120 Millionen kommen hier gleich zusammen. Okay, nächster Truck. Nochmal 25 Millionen, nochmal ein bisschen was für den Dingsbums Club. Warum zeigst du das immer noch an? Okay, weil ich mir einen Gold-Truck leisten kann. Aber wenn ich den gar nicht haben will. Aber damit könnte ich natürlich meinen Liquor. Tja, lohnt sich das jetzt, den oder den zu kaufen? Das heißt, die könnten neu gewonnen werden. Da bekomme ich bloß ein paar Karten von denen.
Das heißt, von der Verdopplung her lohnt es sich natürlich nicht, weil ich könnte die ja öfter kaufen, um die Sachen zu bekommen, aber dafür natürlich andere Charakter. Und ich wollte den anderen ja upgraden können, also her damit. Und dann lässt sie mich hoffentlich auch in Ruhe. Ja, vorausgesetzt, ich bekomme auch Liquor. Okay, gut. Liquor habe ich bekommen. Willy Goat, auch noch eine neue Ziege. Und auch 1,1 Upgrade. Ma, ha, eine Ziege. Jawohl. Ja, ich kann dich auch nicht verstehen. Okay, also ein Kampfbonus. So, dich will ich auf jeden Fall upgraden. Ja, los. Ah ja, da drüben läuft es dann. So, das heißt, da habe ich jetzt den doppelten Kampfbonus. Ach verdammt, wenn ich jetzt die Season noch abschließen will, dann... Achso, Moment, ich muss eh noch ein bisschen mehr Liquor einsammeln. So, 250 Millions. So, da muss ich mich um Geld einholen, auf jeden Fall schon mal nicht mehr kümmern. So, hier 100 Millionen zur Verdopplung. Da kommt eh nichts bei rum. So, das nächste Auto. Hier auch. 50. So, das heißt, jetzt laufen alle auf Maximum. Das heißt, mehr gibt es dann eh nicht. Und noch ein Ziegen-Upgrade. So, jetzt brauche ich bloß noch ein bisschen Liquor, damit ich letztlich die Season abschließen kann. I figured it out, Bubbles. Look at this one review. This shitty business, this shitty abyss, one sheet star. Okay. So, jetzt brauche ich aber ganz kurz noch eine Pause. Ja, aber das heißt, ich kann hier relativ schnell das ganze, so eine ganze Season durchspielen, einfach indem ich nach und nach alles einsammle. Das Einzige ist jetzt natürlich, ich kann hier noch weitere Sachen bekommen. Also ich werde den Bossfight jetzt nicht machen, sondern ich will dann, wenn dann, die weiteren Autos noch einsammeln. Aber 387 Billions, das heißt, da muss ich die Businesses tatsächlich noch irgendwie upgraden. Tja, die Frage ist nur, welches? Okay, die Frage ist nicht welches, weil ich kann nur das eine upgraden. Okay, weil für die anderen bräuchte ich noch mehr Karten. Karten kann ich, bekomme ich im Moment aber keine, also machen wir das auf Level 3. Und dann wäre jetzt noch die Frage, 62 Billionen kosten die überall. Nur welcher lohnt sich am geschicktesten? Hier verdoppeln sich die Kundschaft. Das heißt, es wird dann 3,2. Ja, also es geht linear mit hoch. Die paar Millionen lohnen sich natürlich jetzt nicht wirklich. Die Frage ist halt, ob ich diese Sachen hier, die scheinen ja irgendwie unabhängig von der Season zu sein. Das heißt, ob ich die in der nächsten Season dann fortsetzen kann. Schauen wir es mal. Ja, ich habe die ja eh jetzt aufgelevelt. Also mal gucken, wie viele Karten ich jetzt bekommen kann. It's overlay. Well, well, the shit apprentice has become the shitty master. Why do you something sexy about you? And los. Wir wissen doch eh, was kommt. Also, alles klar. So, also der Faktor ist jetzt schon bei 2,92. Und auf jeden Fall die 4 hat jetzt schon mal geklappt. So, also 4 Karten. Gut, wie gehabt. Und 6 Hashcoins. Die Ziege kann ich dann mal noch updaten. Kitty Land. Steve Rogers. Den habe ich doch noch gar nicht. Oder habe ich den? Achso, dann habe ich ihn jetzt. Jetzt ist er freigeschaltet. Also, Season 5. Time for another little drinky poo. Also, thanks for the ride home for prison, G-Rock. Ah ja, der schon wieder. So, da kriege ich auch wieder ein bisschen Liquor. Ne, also die Sachen werden zurückgesetzt. Die laufen nicht weiter. Wahrscheinlich werden die Ziele jetzt so generiert und jedes Mal, wenn ich eins erfülle, komme ich eine Season weiter oder einen so einen Step weiter. Aber ich brauche dafür natürlich eine ganze Reihe an Upgrades. Genau, also jetzt habe ich tatsächlich Steve Rogers freigeschaltet und der ist für den Kitty Club zuständig.
So, hier brauche ich 400, um den abzudaten, den 300 und bei ihr 200. Und bei der Ziege auch 200. Also da brauche ich einiges an Liquor, um da weiterzukommen. Also, dann dieses Mal sollte das jetzt nicht ganz so schnell enden oder beendet werden können. Okay, das heißt, den muss ich da jetzt auch freischalten oder wie? Dabei ging es mir um den ja gar nicht. Also 35. So, die nächste Bude. Aber keine Ahnung, warum die dann jetzt wechseln. Beziehungsweise wahrscheinlich werden die jetzt erst richtig freigeschaltet. Dass die jetzt erst wirklich verfügbar werden. So, auf jeden Fall dann immer bis zum nächsten Update. Das passt ganz gut. Und es geht vor allem ziemlich flott. So, dann kann sie ihre Millionen bekommen mit dem vom nächsten Gebäude. Und ich kann das nächste auch schon freischalten. Okay. Also im Moment sieht es noch nicht ganz nach einer Pause aus. Luxara, I know Curry is gonna fuck up soon or later. So I need you to watch him while he's collecting the cash. Sorry, Sir Julian, but I don't work for free. Ah ja. Fine, I will pay you a bazillion dollars over whatever. Fuck cash, I only take liquor. Ha! Super. Curry is so fucking up. You need to hire other characters to watch him. Characters other than Cory are required to automate in later seasons. Spend liquor and cards to upgrade them. Ah ja. Ah ja, deswegen brauche ich jetzt die anderen. 200 Millionen. Das ist auch schon wieder viel zu viel. So, das heißt, deswegen ist die Automatisierung jetzt in den Sachen von den anderen beiden abhängig. Die ich natürlich auch nur bekomme, wenn ich die dann dort schon zur Verfügung habe. Okay, ich könnte jetzt Liquor kaufen. Das heißt, das wird auch regelmäßig notwendig sein, um die Sachen dann abzudaten. Aber man merkt schon, wie deutlich langsamer auf jeden Fall die Hashcoins eingesammelt werden können. Okay, das heißt, erst wenn das Ding grün ist, dann kann ich das eh automatisieren. Genau, also sobald ich einen so ein Fahrzeug fertig habe, ist ein so ein Season-Element fertig. Ja, schon der nächste. Wahrscheinlich allein, weil das nächste wieder Cash bedeutet hat. Und deswegen erfüllen sich die dann fast gegenseitig. Und dann wäre es ein guter Zeitpunkt, langsam auszusteigen. Das heißt aber wahrscheinlich auch die Gebäude, die jetzt nicht automatisiert sind, die sammeln, während ich offline bin, keinen Cash ein. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber bis der jetzt 5 Billionen zusammen hat, das dauert. Okay, 17 Millionen pro Sekunde, das ist dann schon ganz ordentlich, obwohl es eigentlich das schwächere Gebäude ist, weil es halt schon auf Level 3 ist. Das heißt, es ist wichtig, die dann mit aufzuleveln, um da mit den Stufen mitzuhalten. Ja, aber hier brauche ich halt dann 200 Liquor, um da den nächsten Bonus zu bekommen. Und das heißt, die beiden wirken sich aus. Ich muss die also nicht manuell zuordnen. Das heißt, der läuft nach 8 Sekunden durch, der nach 4, der nach 20. Der braucht 45 Sekunden und der braucht 2 Minuten. Also die Zeit verändert sich nicht, nur der Cash-Faktor ändert sich aktuell. Ah ja, das heißt, man kann das auch direkt dann mit Hashcoins zahlen. Könnte man dann schauen, ob es günstiger ist, das über die Hashcoins zu machen, als über den Liquor kaufen. Wobei das Liquor weniger als 1 pro Hashcoin kostet. Aber das hier waren ja jetzt auch 1 zu 3. Also im Shop ist es so, da ist zumindest 1 zu 5. Also es ist deutlich günstiger, das Liquor hier im Shop zu kaufen. Und hier ist es noch ein bisschen besser und hier ist es sogar 1 zu 6. Aber dafür muss man natürlich einige Hashcoins zusammensparen, bis man die dann auf der Seite hat. Okay, also ich kann jetzt den letzten automatisieren. Dann ist es, denke ich, ein guter Punkt, das Ganze jetzt abzuschließen. Okay, schon wieder die. Also ist es jetzt der Polizist, ist noch ein anderer. Okay,
Also das sind die Typen, also verschieben kann ich hier zumindest nicht viel, aber das erste Stück da oben. Also, soweit der erste Blick auf Trailer Park Boys, Greasy Money. Und ja, mal sehen, wie motivierend das ist oder wie lange das dann braucht, um die Sachen freizuschalten und sie immer wieder einsperren zu lassen und von vorne zu beginnen.